Willkommen zurück zu CrossCourt, Kapitel 61. Das letzte Mal sind wir dann doch mal ein bisschen in die Tiefen des Dschungels hier eingetreten. Haben betreten. Da ist die Map. Wie heißt das Ding? Nicht Burg Basin. Gaias Garten! So einen klischeehaften Namen könnte man sich doch eigentlich merken. Da war ich jetzt jedenfalls unterwegs gewesen. Bevor ich dann doch gedacht habe, vielleicht doch erstmal die ganzen Quests aktivieren, dass wir die auf dem Weg mitnehmen können. Und ja, da sind wir jetzt hier, in dieser merkwürdigen Stadt, die angeblich nicht ganz so gesetzesmäßig sein soll. Hey Seeker, willkommen im Hauptquartier des Waldland-Avantgarde. Schön, dass du hier bist. Okay. Und hier haben wir gleich schon eine Queste. Hallihallo. Du bist ein Seeker, stimmt's? Ja, herrlich, du hast mir gerade noch gefehlt. Nee, Spaß beiseite. Wir brauchen tatsächlich dringend einen Seeker. Wir konnten kürzlich neue Areale erschließen. Leider mit hoher Kriechtierkonzentration. Wir brauchen also zusätzliche Muskelkraft. Naja, nicht nur Muskeln, auch Cleverness und spezielle Seeker-Fähigkeiten. Ist das nicht genau dein Ding? Betritt die Schmuddelgrotte im ruhigen Garten. Naja, der Text könnten sie ruhig noch ein bisschen fixen bei den ganzen Updates hier. Naja, was soll's. Sauber. Wie die Anzeige schon sagt, musst du die ganze Arbeit nicht von Hand machen. Ein Netzwerk defensiver Geschütze ist bereits vor Ort. Hochmodern, fast unzerstörbar und einfach zu nutzen. Ja, ist ganz witzig. Keine so große Herausforderung, aber ist ganz witzig. Natürlich nur, wenn du mit dem Pfadläufersystem verbunden bist. Das hat mal jemand übersehen, der eine ganze Wagenladung davon bestellt hatte. Ah, schon wieder. Gab's ja auch in der Wüstengegend, wo es so ein Gerät gab, das nur wir nutzen konnten. Das ist auch der einzige Grund, warum wir dich brauchen, Seeker. Nichts für ungut. Wie auch immer, hier zur Höhle im ruhigen Garten, in Gaias Garten. Garten, 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 Garten. Die Details erfährst du dort. Bei. Ja, gut. Eigentlich wirkt sie ganz nett und uneigentlich. Komischer Druck. Ey, was mache ich jetzt auf der Mauer da? Ich glaube, das gehört nicht so. Willkommen. Internet für Bürgerschutz. Wo ihr noch immer auf den Tresen springen kann, trotz der Mauer. Und ein einfaches Willkommen. Ja. Der Arm des Gesetzes ist äußerst sympathisch hier. Hauptmann Bronze. Ja, super. Hi! Ja, was ist? Seeker nehme ich an. Du bist nicht hier, um meine Zeit zu verschwenden, oder? Gut, denn die raubt mir diese verdammte Stadt schon zur Genüge. Da fehlt mir gerade noch so ein Klugscheißer von Abenteurer, der das gleiche vorhat. Dann gehe ich davon aus, dass du hier bist, um dich um eines dieser zeitfressenden Probleme zu kümmern, die diese Stadt plagt. Ja. Dann fängt der Tag hier schon mal gut an. Hoffen wir, dass es auch dabei bleibt. Hör zu, Seeker. Die Lage im Westbezirk ist brisant. Eine organisierte Bande von bewaffneten Vögeln. Oh, okay. Hat ein Bürogebäude gestürmt und Geisel genommen. Ja, die Kacke ist am Dampfen und wir wissen weder, was sie wollen, noch wie viele es sind. Ich hasse es, mich auf andere verlassen zu müssen. Mir bleibt hier aber keine andere Wahl. Außerdem sind solche Pfadschlamassel doch eine Spezialität von euch Seekern, oder nicht? Wie? Hört zu, da gibt es gerade nichts zu diskutieren. Sprich lieber mit unserer Wachtmeister vor Ort und schau, ob du dich nützlich machen kannst. Du musst zum Klipsenturm im nördlichen Teil des Westbezirks. Nun los! Bye! Ja, da haben wir direkt mal eine Quest, die wir in der Stadt machen können. Und weil es ein Westbezirk ist, gehen wir da einfach mal nicht hin. Erstmal hier das verregene Stadtzentrum mitnehmen. Da haben wir hier das Hauptquartier, Seeker-Hauptquartier. Wie nennt man diese Dinger immer? Quest-Hub. Kann man ja so ein bisschen angucken hier mal. Wenn wir schon hier sind, eigentlich wollte ich da noch nicht rein, aber was soll's. Ja, so viele Quests sind hier auch gar nicht mehr im Angebot. Was gibt's hier sonst noch? Immer diese ganzen Tafeln hier, die ich nicht lesen kann. Stattdessen, dass hier so ein Fisch rumsteht.
So, was haben wir hier alles? Da haben wir was zu lesen. Da ist nichts auf dem Tisch. Die Oberfläche des Tisches glänzt so schön. Echt? Hast du dich deswegen draufgesetzt? Ja, ich will ihn mir ganz genau ansehen. Ich glaube, ich fange an, dich zu verstehen. Es geht nicht um den Tisch. Oder was auf dem Tisch ist. Was? Du sitzt einfach gern auf Tischen, oder? Was? Nein, ich meine, ich mag es einfach, mir Sachen ganz genau anzuschauen. Gib es einfach zu. Und Chuck Norris. Diese ganzen Sens sind echt super. Und hier ist eine silberne Kiste, wenn man da nur irgendwie hinkommen könnte. Boing, 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 boing. Und schon sind wir da. Her damit. Kostbares Metall. Weiß ich gerade nicht, was... Werden wir dann im Shop sehen, wie gut sich das verkaufen lässt. Man muss hier so leicht mal wieder ausmisten, wenn man nicht irgendwie so Sachen verschwenden möchte. Man kann ja nur 99 Sachen von den Items tragen. Also, was meint ihr so? Mensch, ey, hier gibt's kaum Plätze zum Ausruhen. Was? Drüben ist doch noch einer frei. Ach, viel zu klein. Deine Sorgen möchte ich haben. So, dann haben wir den Aufzug, wo wir ins Bürgermeisterbüro können. Ins Geschäftliche ist nicht so. Ins Geschäftliche ist auch nicht so. Und das große Geschäft bleibt uns auch irgendwie verwehrt. Naja, was soll's. Was ist mit dir los? Grüß dich, Sika. Hast du etwas Geschäftliches mit dem Bürgermeister zu besprechen? Bist du sicher? Möchtest du vielleicht deine Reise auf dem Pfad der Ahnen fortsetzen? Dafür musst du ihn nicht sprechen. Deine nächste Aufgabe besteht darin, die Tempel im Norden von Gaias Garten aufzusuchen. Allen Siegern ist es gestattet, sie ohne vorherige Erlaubnis zu betreten. Hauptsache, wir sparen uns den Aufwand. Sag das besser auch mal auf den anderen Siegern, damit sie nicht ständig zuerst hierher kommen. Das machen sie nämlich nach wie vor. Warum wollen sie den Bürgermeister überhaupt sehen? Der Pfad gehört doch gar nicht zu seinem Tagesgeschäft. Macht der Gewohnheit wahrscheinlich. Scheint so, als ob der Bürgermeister hier nichts mit Siegern am Hut haben will. Und ja, wir können hier eh schlecht zu denen hin. Naja, dann halt weiter durch die Stadt gucken. Weil wir haben hier gleich den Shop, ne? Wenn es hier überhaupt so großartig was zu tun gibt. Items waren, Bessins Rüstkammer, Umbrella Inc. Ist ja nett. Jetzt springt der auf den Tresen. Willkommen, hier verwendest du alle unsere Verkaufswaren, aber mit einer persönlichen Note. Interessiert mich wahrscheinlich eh nicht so. Guck mal lieber mal, was wir so großartig verkaufen können. Das kann man jetzt auch nicht so wirklich suchen. Ich kann es auch nicht nach Besitz suchen. Ich glaube, das sollte man mal vorschlagen, den. Einfach hier mal so ein bisschen durchscrollen. Ah ja, das Zeug ist zum Essen, aber das will ich nicht verkaufen. Stattdessen kann ich hier mal das Zeug so ein bisschen loswerden, weil das werde ich jetzt eh nicht mehr so nutzen. Oder warum mache ich das eigentlich, wenn ich das nicht eigentlich auch außerhalb machen könnte? Weil ich gerade hier bin. Tasche. Wer will eine franzige Tasche? Und guckt euch das an. Ich habe hier viel zu viele Holzsachen mit dabei. Die können doch alle weg. Baukasten, Krabbel. Zum Brauen war das ja. Okay. Und Herbstblätter haben wir viel zu viel. Das mache ich wann anders mal. Müsste ja nicht unbedingt dabei sein. So. Ja. Mag sein, aber sie bringen mir nichts mehr. Oder ich habe zu viele davon. Neue Ausrüstung. Tschakka. Ist ja schön, dass ihr ein bisschen besser seid. Jetzt können wir noch besser zum S-Rank. Es tut mir leid, aber Umbrella Inc. hat gerade eine Art Ausbruch zu bewältigen. Ihr habt einen Vulkan oder was? Und zu verhindern, dass die Bewohner sich unnötige Sorgen machen, bleibt der zweite Stock bis auf weiteres geschlossen. Wer,
mit Feuer anstecken meinst, oder? Welchen sollen wir nehmen? Seid ihr bald mal fertig? Wir warten jetzt schon eine halbe Stunde hier. Ey, nimm einfach das Stärkste. Aber das Stärkere sieht doof aus. Fashion Crosswords und so. Alter, was laberst du da? Du weißt doch, dass die Ausrüstung dein Aussehen nicht verändert. Aber warum sieht es dann im Regal anders aus? Weil es cool ist, was weiß ich. Es ist jetzt wirklich so ein großer Aufwand gewesen, es zu programmieren, dass die Rüstung anders aussieht, wenn sie hier extra schon die Modelle rumstehen haben. Ach, was soll's. Was hast du im Angebot? Die Titansachen. Oh, die sind sogar ein bisschen besser. Nehmen wir es mal. Einmal Titanstiefel. Kleine Shoppingtour hier halt. Dann das Menü Ausrüstung austauschen. Vielleicht kriegen wir auch etwas rarere Schuhe mal. Dann kann ich die ja wieder verkaufen. So. Also die andere Ausrüstung, die Silberstiefel sind auch nicht kuriose Rollschuhe. So. Hauptsache das Inventar ist nicht so übervoll. Okay. Ja, dann haben wir hier den Ostbezirk. Einmal hier rüber gucken. Weil hier sind überall nur geschlossene Gebäude. Naja. Gut, gehen wir mal hier rüber. Ah, es sind überall Gebiete, wo ich irgendwie nicht hinkomme. Sorry, Sieger, der Markt ist für deinesgleichen geschlossen. Außer natürlich, du hast einen Pass. Ja, und ich komme vielleicht irgendwann in die goldene Kiste. Was meint ihr? Findest du das nicht komisch, dass uns der Regen gar nichts ausmacht? Ich finde es komisch, dass du auf dem nassen Boden sitzt. Aber ja, es ist komisch. Ich fühle ihn, aber er macht mir nichts aus. Da steckt wahrscheinlich wieder etwas Entwicklermagie dahinter. Vielleicht, ja. Ja, das haben wir schon ausgiebig auf dem Schiff testen dürfen. So, was gibt's hier noch Tolles? Du kommst hier nicht rein, Sieker. Ist da unten eine Disco? Gemeinheit. Was ist das hier für ein Shop? Sorry, Lady, ich verkaufe nichts an Sieker, außer der Boss macht eine Ansage. Ah, okay. Wir dürfen dann halt nicht. Der Regen wird deine Seele reinigen. Okay. Yattermaster, wenn du so meinst. Ui. Ja, da stehen Mülltaschen rum. Und man kann Abfall kriegen. Eine der besten Sachen im Spiel, weil... Warum hast du das nur aufgehoben? ja. Es ist mir so viel zu viel Zeug zum Durchlesen. Wir wollen ja lieber so ein bisschen Action sehen, ne? Auch wenn es hier vielleicht nicht ganz so viel ist. Nee, Vater, das mache ich nicht für dich. Bin nun mal kein Kämpfertyp. Ja, okay. Ja, hier komme ich auch nicht rein. Das ist eine Privatparty, Sieger. Du sollst hier lieber wieder verduften. Und zwar schnell. Außer natürlich, du hast einen Pass. Pass hier, Pass da. Wo ist dieser Pass? Wofür brauche ich denn? Und warum kann ich Müll aufsammeln? Müll. Da liegt ja wenigstens nicht so rum. Das ist doch schon mal was. Hier kommt man sich ja auch irgendwie hin. Kommt man hier irgendwie hoch. Müll abladen verboten. Ja, gut, dass ich den weggeräumt habe. Okay. Ihr habt nichts so zu erzählen. Da unten ist auch nichts so. Außer die ganzen Händler, wo ich nicht hinkomme. Ja. War es das schon? Haben wir wirklich schon den ganzen Osten abgeklappert? Ja, da können wir wohl wirklich erst was mit dem Pass so wirklich machen. Ist hier noch oben noch so alles los? Da stehen ein paar Leute. Okay, ja, dann gehen wir mal auf. Geht da irgendwas? Warenautomat. Items von Automaten kaufen. Oh. Habe ich gar nicht mal so angeguckt. Wieso gibt es das Zeug hier nochmal? Naja. Ah, nehmen wir doch einfach mal was mit, was wir noch nicht haben.
brauche ich ja eh, um dieses blöde S-Achievement zu kriegen. Dass ich nicht nur alles bekommen habe, sondern gegessen habe. Es ist so verdammt schwierig, den Überblick zu halten, was man schon gegessen hat und was nicht. Naja. Besonders wenn man Sachen nur ein einziges Mal hat und dann eventuell irgendwann mal wieder kriegt. Ich bin einfach so 100% geil, wenn ich so halbwegs eine gute Möglichkeit habe, das zu machen. Okay. Ja, dann gucken wir mal hier in den Westen rüber. Wo uns ja auch diese eine Quest erwarten soll. Ist hier sonst noch irgendwas? Irgendein Haufen Durchgänge. Gibt es sogar drei Wege, wie mir rüber kann. Dass ich mir da ja nicht durcheinander komme. So, was haben wir hier? Hallöchen, Sieger. Willkommen in der behaglichen Ruheoase von Gaias Gärtner. Ah, ja, dann haben wir hier mal wieder so eine Pflanzenquest. Und ein paar Leute, die hier rumstehen. Cloud Rains. Wolke regnet. Vielen Dank aber auch. Hi! Ein Sieger. Ich freue dich zu sehen. Willkommen in unserer kleinen Wohlfühloase. Du wirkst mir irgendwie sympathisch, nach den ganzen anderen Leuten, die ich hier gesehen habe. Wir, Gaias Gärtner, beschützen die Balance und Reinheit dieser wundervollen Habitats, genannt Gaias Garten. Mit der ständig wachsenden Bevölkerung wird diese Aufgabe umso wichtiger, aber auch herausfordernder. Die besondere Unterstützung eines Seekers hat dabei oft eine enorme Wirkung. Tatsächlich brauchen wir gerade jemanden, der uns bei der Sichtung von lokalen Wasserquellen begleitet und beschützt. Wie lokalen Wasserquellen? Bist du bereit, uns bei der Mission zu helfen? Irgendwas mit besonderer Qualität wahrscheinlich, weil hier gibt's genug Wasser, vom Regenwasser mal abgesehen. Seeufer-Eskorte. Ja, gut. Wundervoll, die Untersuchung war lange überfällig wegen der gefährlichen Lage. Triff dich mit Botanikerin Linde im Adelshain. Ich glaube, das war da links oben, wo wir letztes Mal schon unterwegs waren. Sie wird am Teleporter auf dich warten. Beschütze sie, damit sie für das Wohl unserer Umwelt arbeiten kann. Bye. Adelshain? Peritons Ansatz? Adelshain? Ja, was? Ach, da drüben war noch was. Eieieiei. Das Gebiet ist groß. Wir haben noch nicht mal ein Drittel, vielleicht sogar nicht mal ein Viertel hier angeguckt. Ah, und hier unten ist auch kein Durchgang. Eieiei. Also außer von der Stadt, da waren wir jetzt eigentlich so ziemlich überall. Hier ist schon wieder so eine Musik. Hey, Alter, check meine Bälle! Alter, ernsthaft, der ist nicht lustig. Was heißt das? Hi? Ich hab doch gesagt, du sollst damit aufhören. Warum denn? Die sind doch lustig. Ich weiß, du bist neu in Crosswords und so. Aber nein. Lass es einfach. Unlustiger geht's nicht. Außerdem machen die dich hier schnell unbeliebt. Du verträgst also meinen genialen Humor nicht? Ja. Tja, dann... das trifft's vielleicht nicht ganz. Aber, deswegen haben wir jetzt auch nochmal die Enzyklopädie. Hä? Das haben wir noch nicht offen gehabt. Oder... was ist tatsächlich hier? Ach doch, das wurde dann erweitert, ne? Ja, der Begriff Virtual Ricochet Projectiles ziemlich lange ist, begann Spieler die VIPs einfach als Bälle zu bezeichnen. Dadurch entstanden eine Menge unlustige und offensichtliche Witze, welche schnell außer Kontrolle gerieten. Nach einer Weile allerdings wurde es unpopulär, solche Witze zu machen. Heutzutage erntet man leicht die Missgunst anderer Spieler. Sollte man auch nur den Hauch einer Anspielung darauf machen. Ja. Also, wenn ihr Crosscore spielt, macht keine Witze über eure Bälle. Okay, so, was haben wir denn hier? Diese Räumlichkeiten gehören der Basim Handelsgesellschaft. Bitte rede mit unserem Pressesprecher, wenn du uns helfen möchtest. Gibt's hier nichts zu tun? Quest Tony Frigo, Quest Elsa Basso, ja.
Sie wollen mir also sagen, dass die ganze Charge futsch ist, um nichts zu machen? Sir, wir haben die Behörden bereits eingeschaltet, aber sie haben die Spur leider verloren und nicht das nötige Personal für weitere Untersuchungen. Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Lieferung. Soll ich jetzt etwa die Hände in den Schoß legen und einfach abwarten, oder wie stellen Sie sich das vor? Sir, wir verstehen Ihren Unmut. Wir haben sogar die Unterstützung eines Seekers angefordert. Es sollte also jeden Augenblick jemand eintreffen. Redet ihr von mir? So, so. Ein Seeker soll es also richten, hm? Ich bezweifle, dass sie die uns von Nutzen sind, wenn schon die Behörden versagen. Tatsächlich? Probieren wir es mal. Also, was gibt's? Hi? Was ist, junge Dame? Siehst du nicht, dass wir hier mitten in einer wichtigen Besprechung sind? Moment mal, du bist doch ein Seeker, oder? Oh, was für ein wundervolles Timing. Sir, diese Dame könnte die Lösung dieses Problems sein. Oh, ist das so? Dieses neumodische Seeker-Völkchen muss mich erst noch überzeugen. Sir, sie ist womöglich unsere einzige oder unsere beste Chance, ihre Maschinen rechtzeitig zurückzuerlangen. Also, Seeker, kannst du uns helfen? Okay. Also, erklärt's mal. Wunderbar, dann erkläre ich dir jetzt in aller Kürze, wo uns der Schuh drückt. Dieser Gentleman hier ist Mr. Tony Frigo, Inhaber von Frigo Frost und Feuer, dem Produzenten der besten Haushaltsgeräte von ganz Shadoon. Hi, Lia. Ja, ja, genug der Schmeicheleien. Mich interessiert viel mehr, was dein Enthusiasmus wert ist, Seeker. Eine ganze Charge leistungsfähiger Klimaanlagen wurde uns gestohlen. Finde sie und ich sorge dafür, dass du gebührend entlohnt wirst. So ist es. Die Behörden haben verloren die Spur beim alten Baumstumpf im östlichen Teil von Gaias Garten. Vielleicht können deine Siegersinne Spuren finden, die zum Versteck des Räubers führen. Ich vertraue darauf. Bye! Okay. Ja. Und wir haben noch immer nicht die Stadt durch. Und das, obwohl es nur 3 Screens sind. Aber die sind halt doch ein bisschen größer. Und ja, wir haben ja noch 2 Gebäude, die wir angucken wollen. Und ja, da machen wir das halt das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Schuss.